Hier, quietschrot und zuckersüß. Die Cocktailkirsche sieht extrem künstlich aus, oder? Steckt da wirklich noch eine echte Kirsche drin? Oder steckt im Puffreis etwa echter Reis? Wir haben die künstlich wirkenden Lebensmittel mal ganz genau unter die Lupe genommen. Und Sie werden überrascht sein. Schmeckt fruchtig, so muss irgendwie eingelegt sein. Ja. Darf ich ausspucken? Die schmeckt so wie diese künstlichen Kirschen. Künstlich oder echt? Hätten Sie eine Cocktailkirsche mit verbundenen Augen am Geschmack erkannt? Und vor allem, ist die Cocktailkirsche eine echte Kirsche? Wir wären nicht Galileo, wenn wir nicht auch hinter dieses Geheimnis kämen. Doch die Türen der Hersteller öffnen sich diesmal nicht so leicht. Nach vielen Anrufen eine Zusage. Wir fahren in die Grafschaft Kent, dem sogenannten Garden of England, nach Sittingbourne bei London. Bei Opie's werden seit 1948 Cocktailkirschen produziert. Wir treffen den Master der Cocktailkirschen, William Opie, der das Familienunternehmen in vierter Generation führt. William Opie begleitet uns in seine Cocktailkirschenfabrik. Dahin, wo die Produktion beginnt. Und er hat eine Überraschung für uns. Hier sind sie. Haltbar gemachte Kirschen. Hier sind die Kirschen. Die Kirschen sind gelb, aber Kirschen sind doch rot. Sie sehen jetzt anders aus. In diesen Tonnen verlieren sie ihre Farbe. Die rote Haut verblasst. Das sind aber Kirschen mit weißlichem Fruchtfleisch. Das sind Imperiali-Kirschen aus Süditalien. Warum die eigentlich roten Kirschen erst einmal ihre Farbe verlieren müssen, zeigt uns Mr. Opie später. Ein anderes Lebensmittel, das irgendwie künstlich aussieht, ist bunter Puffreis. Steckt da überhaupt noch Reis drin? Das Geheimnis des Puffreis: Reisgrieß, also gemahlene Reiskörner. Zusammen mit Maisgrieß ist also tatsächlich Reis im bunten Puffreis. Werksleiter Gerd Martens stellt in Stuttgart jährlich 450 Tonnen Puffreis her. Dabei macht das Reiskörnchen einige Veränderungen durch. Wir schauen uns den Weg genauer an. Hier unter hohem Druck wird Produkt durch kleine Düsen gefördert. In einem sogenannten Extruder wird der Reisgrieß bei 100 Bar gepufft. Das heißt, durch den Druck platzen die Grießkörner und blähen sich auf. In dieser Trommel ist ein Schneidewerk, das den Puffreis in gleich große Kügelchen teilt. Herauskommen gepuffte Reiskügelchen. Noch ist der Puffreis naturbelassen und blass. Reiskörner erkennt man gar nicht mehr. Doch das ist anscheinend nicht genug. Es wird künstlich, und zwar mit Farbe und Aroma. In der Dragiertrommel werden die gepufften Körnchen mit Farbe überzogen. Heraus kommt der Puffreis, so wie wir ihn kennen. Bunt, künstlich und fluffig. Für den Fruchtgeschmack sorgt zuckriges Brausepulver. Noch einmal. Naturbelassener Reis wird erst zu Grieß gemahlen, dann unter Druck aufgepufft, sodass er eine ganz andere Form annimmt und anschließend auch noch bunt eingefärbt. Warum der ganze Aufwand? Warum färbt man den Puffreis so künstlich bunt ein? Der Puffreis ist bunt, damit er für den Konsumenten attraktiver ist. Die Antwort ist kurz und ehrlich. Es geht ums Verkaufen. Ein anderes Lebensmittel, das uns durch seine giftgrüne Farbe auffällt, ist Zitronat. Der Name sagt es. Angeblich steckt im Zitronat Zitrone. Keine Ahnung, Schokolade oder so. Aber schmeckt nicht wie Schokolade. Eher künstlicher Geschmack. Wir treffen Konditormeister David Giangrande. Er ist italienischer Panettone-Bäcker und stellt das Zitronat, das er dafür braucht, selbst her. Aus seiner Vorratskammer holt David einen Eimer. Ja, mit was eigentlich? Das ist Zitronat. Das sieht überhaupt nicht aus wie Zitronat. Also ist ja keine Zitrone. Das ist ja ein Riesending. Ich kann nicht glauben, dass es das Zitronat ist, was ich aus dem Supermarkt kenne. Wenn ich sie dir klein schneide in Würfel, dann lasse ich die probieren, dann werde ich sie überzeugen. Es ist eine XXL-Zitrone aus Italien. Eine spezielle Sorte, die für Zitronat besonders geeignet ist. Klein gewürfelt sieht es schon mehr nach Zitronat aus. Giftgrün, transparent und irgendwie künstlich. Dass es aus einer echten Zitrone ist, kann ich noch immer nicht glauben. Schmeckt nämlich einfach nur süß. David hat recht. In Zitronat sind echte Zitronen.
Wie es gemacht wird, zeigt er uns jetzt. Das Zitronat wird nicht aus dem Fruchtfleisch hergestellt, sondern aus den Schalen der Zitronen. Verantwortlich für das unnatürlich transparente und gummiartige Aussehen: Kochen und Zucker. Viel Zucker. Bis jetzt sind schon 1,2 Kilo Zucker in 2 Liter Wasser. Da tun wir noch ein bisschen Zucker noch rein. Und David setzt noch einen drauf mit Glucose. Dieser hochkonzentrierte Zuckersirup macht aus der Zitronenschale eine richtig süße Angelegenheit. So pur esse ich auch das nicht. Ist ja auch zu süß. Ist zu süß, ja. Zucker und langes Einkochen, sogenanntes Kandieren, lässt die Schalen der Zitronen transparent und künstlich aussehen. Wozu der Aufwand? Zucker ist eines der ältesten Konservierungsmittel der Welt. In Zeiten ohne Tiefkühlschrank konnten die Menschen durch das Kandieren die Früchte dauerhaft haltbar machen. So bringt das haltbare Zitronat seinen Zitronengeschmack das ganze Jahr über ins Backwerk. Zitronat sieht also künstlich aus, da es haltbar gemacht wurde. Und wie ist das bei unserer Cocktailkirsche? Warum hat sie so ein künstliches Aussehen? Frische rote Kirschen werden direkt nach der Ernte in Schwefeldioxid eingelegt. Dadurch werden sie nicht nur haltbar gemacht, sondern auch entfärbt. Das Schwefeldioxid hat in den fertigen Cocktailkirschen nichts mehr verloren. Deshalb werden die entfärbten Kirschen gekocht. Noch sind die Kirschen gelb. Doch während des Kochens werden sie gefärbt. Im Heiligtum der Firma, dem Rezepturraum, dürfen wir das Geheimnis der roten Cocktailkirsche sehen. Hier ist sie. Die rote Lebensmittelfarbe. Der Farbstoff E129, der EU-weit zugelassen ist, färbt die Kirschen so intensiv rot. Die Verwandlung nimmt ihren Lauf. Schon verrückt. Naturbelassene Kirschen werden erst entfärbt und später wieder neu und einheitlich künstlich eingefärbt. Und es wird noch künstlicher. Nach dem Färben kommen die nun einheitlich roten Kirschen in ein warmes Bad aus Wasser mit 40% Zuckerlösung. Der Grund ist ebenso wie beim Zitronat die Haltbarkeit. Denn Zucker bindet Wasser und zerstört so schädliche Bakterien. Diesen Effekt nutzen die Menschen schon seit jeher, um Lebensmittel haltbar zu machen. Für 5 Tage müssen die Kirschen im Zuckerwasser ziehen. Dann ist es soweit. Die Arbeiter holen die Kirschen aus ihrem Zuckerbad heraus. Die Kirschen sehen jetzt alle gleichmäßig rot aus und schmecken zuckersüß. Die Cocktailkirsche wurde allerdings ursprünglich nicht in Zucker, sondern in Alkohol eingelegt. Besonders in den USA waren die Kirschen Anfang des 20. Jahrhunderts beliebt. Die in Alkohol eingelegte Kirsche war der Star in jedem Drink. Doch während der Prohibition in den 20er Jahren in den USA wird die glamouröse Cocktailkirsche zur Spaßbremse. Alkohol ist illegal und die Cocktailkirsche wird zur verbotenen Frucht. Ernest H. Wiegand, ein findiger Professor an der University of Oregon, will die Kirsche retten. Er kommt auf die Idee, die Cocktailkirsche statt in Alkohol in Zuckersirup einzulegen und sie somit wieder legal zu machen. Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt die Zuckerkirsche nach Europa und ist bis heute beliebt in vielen Drinks, ob mit oder ohne Alkohol. Eines ist also sicher: Cocktailkirschen wurden schon immer aus echten Kirschen gewonnen. Cocktailkirsche, Puffreis, Zitronat. Natürliche Lebensmittel, die so lange verarbeitet werden, bis sie künstlich aussehen, zum Haltbarmachen und weil wir es einfach bunt mögen.